Alle lieben, herzlich willkommen, Bespin hier. Ja, Black Ops 6, Call of Duty, Beta-Version, ich habe die ganze Zeit gegrindet. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit gezockt, bin auf Level 20 und meint das Maximum, was man erreichen kann. Ich weiß nicht, ob es dann nochmal weitergeht in der offenen Version. Die Waffenleveln, die Waffenlevel an sich sind sehr hoch und dauert auch eine Zeit. Ich habe so ein paar Sätze auf freigespielt, habe die dann auch mal drauf gemacht, vor allen Dingen auf der 10.9. Die MP macht unheimlich viel Spaß. Das Omni-Movement, ja, da muss man üben. Also da bin ich echt mal gespannt, ob sie dabei bleiben. Werden sie wahrscheinlich schon tun. Und ob sich das in Warzone dann auch so, also da wird das ganze Warzone echt durch das Movement, glaube ich, bei den Pro-Spielern echt sich ändern. Bin ich echt mal gespannt drauf. Aber nichtsdestotrotz, ja, lass mal nicht quatschen, lass knacken. Wir gucken uns jetzt mal einiges an. So, ich habe meine Kamera jetzt mal ausgelassen, damit man hier auch das anständig sehen kann. Also grundsätzlich, wenn ich hier das Menü, finde ich halt Hammer. Zumindest jetzt in der Beta. Zombie ist halt nicht freigespielt, Einzelspieler auch nicht. Wir haben halt jetzt nur den Mehrspieler-Modus. Habt ihr vielleicht gesehen. So, wenn wir jetzt reingehen, dann kommt man halt direkt dann in die Lobby. Wie wir es halt so kennen, da sind sie auch so ein bisschen von MW3 wieder zurück. Wie in Cold War zum Beispiel finde ich halt richtig geil, was sie da gemacht haben. Vor allem, das zeige ich euch jetzt mal, was die Waffen und die Ausrüstungen angeht. Also natürlich, klar, ihr könnt hier jede Menge Loadouts halt abspeichern. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel, wenn ihr reingeht, das habe ich ja gerade eben angesprochen, die 10.9 MP finde ich halt richtig geil. Habe ich jetzt auf Stufe 24, also kurz vor 25. Habe im Waffenschmied jetzt schon so einiges ausgerüstet, was die Feuerkraft und die Präzision angeht. Und ja, habe ich jetzt halt einfach nur mal ein bisschen rumgespielt. Was ich halt geil finde, so, das ist jetzt alles vom Visier bis zur Feuermodifikation. Also wir haben jetzt nicht so wie in MW3 hier die Munition ausschließlich, sondern hier zum Beispiel auch Rückstoßfedern, ja, nachrüstbare Rückstoßfedern erhöhen den Stoßdämpfung und verringern den spürbaren Rückstoß beim Abfeuern zum Beispiel. Da haben sie jetzt eigentlich auch nur diese Vierter. Ob da noch mehr kommt, wissen wir halt nicht. Zumindest bei der Waffe jetzt, ne? Und sie haben es jetzt hier schön vertikal gemacht. Finde ich super, auch nicht so viel, aber wie ihr sehen könnt, die Waffe geht bis auf 43, wie gesagt, jetzt kurz vor 25, das ist schon heftig. Ich nehme an, dass wir dann auch irgendwann Waffen-XP zum Beispiel kriegen, die wir uns erspielen können, weiß ich nicht, vielleicht im Battle Pass oder sonst was. So, ich habe jetzt hier als Sekundärwaffe das Sturmgewehr XM4, die ist auch richtig geil, habe ich erst auf Stufe 11, ja, gut. Ne, die anderen Waffen, wie gesagt, habe ich ja nicht so gespielt. Die MP deswegen auch auf 24 halt überwiegend. Habt ihr die Stim auf jeden Fall reingenommen. Die Aerosolgranate, ja, habe ich mal wieder mal alles anderes geswitcht. Und die Feldaus- und Sturmpaket habe ich hier reingenommen. Da kann man dann dieses Trophy-System zum Beispiel reinmachen. Man kann das Neurogas machen, auch viele. Die Akustikverstärkung kann man auch nutzen. Ich habe halt das Sturmpaket, ja, legst du die halt hin und ab und zu, also machen auch viele, dann kannst du dir halt die Muni da auffüllen. Das ist ganz nice. So, was die Perks angehen zum Beispiel, da kann man sich dann natürlich hier das immer durchlesen. Das finde ich ein bisschen doof gemacht. Auf der rechten Seite sieht man dann hier den Text und der läuft immer durch. Warum sie das jetzt nicht, weil so lang ist der Text auch nicht, kann man hier komplett dann auflisten, damit man in Ruhe durchlesen kann. Habe ich jetzt hier Geist drin und habe dann als zweites hier den Spurenleser drin. Macht halt feindliche Schritte zum Beispiel sichtbar, kann man sich so nutzen machen. Dann habe ich hier nochmal ein blaues Perk drin, Wachsamkeit habe ich hier drin, blendet ein Hood-Symbol ein. Und dann muss man hier nochmal abwarten, feindliche Minikarten erscheint, immun gegen Konterdrohne und Störer zum Beispiel. Und wenn man jetzt halt drei gleiche Farben, also jetzt alle blau, kriegt man eine Spezialität, das haben sie super hier gelöst, die Kampfspezialität, Vollstrecker, Aufklärungsstrategie, in dem Fall jetzt zum Beispiel den Aufklärer habe ich hier drin, Feinde können nach dem Wiedereinstieg, also wenn du wieder spawnst, nachdem du gekillt worden bist, kannst du die Feinde durch die Wände sehen. Das habe ich jetzt mal so belassen, weil das hat mir echt geholfen, ist echt geil, wenn man die dann halt für kurze Zeit durch die Wände sieht. Und Wildcard habe ich jetzt Overkill gelassen. Mit dieser Wildcard Overkill kannst du halt dann deine Sekundärwaffe nicht nur Nahkampfwaffen wie eine Pistole ausrüsten. Ja, deswegen wollte ich dann hier das Sturmgewehr drin haben. Ich habe das andere auch freigeschaltet. Hier extra Gear. So, dann kannst du dir nämlich nochmal hier nochmal einen Perk auswählen. Oder hier quasi, wie jetzt ich gemacht habe, die Splitterschutzweste oder den Quartiermeister. Füllt mit der Zeit deine Ausrüstung auf. Dispatcher reduziert Punkte für nicht tödliche Punkte etc. Also Splitterschutzweste habe ich gemacht. Reduziert den eingehenden Explosions- und Feuerschaden. Das mache ich sonst auch in MW3 so. Deswegen habe ich es mal hier so gemacht. Beziehungsweise ich wollte natürlich jetzt hier Overkill, damit ich dann wiederum hier dann das Sturmgewehr reinmachen kann. Die XM4, jetzt habe ich die, ja, ist abgespeichert im Waffenschmied.
mit den Aufsätzen. Und so habe ich das dann gespielt. Finde ich eigentlich ganz nice, dass sie das so gemacht haben. Relativ übersichtlich. Ich finde es tatsächlich wesentlich besser als in MW3. Weil in MW3, wisst ihr ja, da haben wir Aufsätze ohne Ende. Da verlierst du irgendwann so den Überblick. Und ich hoffe, dass natürlich hier das so bleibt. Wobei sie natürlich, klar, sie werden natürlich mehr Waffen reinbringen. Und natürlich auch wieder, vielleicht die eine Waffe kriegt einen Buff, die andere wird genervt. Über den Battle Pass können wir vielleicht Waffen freischalten, etc. Ne? Also das sind Sachen, die finde ich richtig gut. Die Operator, na gut, das kennt man. Da gibt es also kaum Unterschiede. Man kann sich jetzt natürlich halt noch die Zombies aus. Sie sehen jetzt noch nicht so toll animiert aus, das Ganze. Kaserne. Fortschritt habe ich mir noch gar nicht angeguckt, weil ich bin jetzt schon auf Level 20. Du kriegst halt nach und nach das freigeschaltet. Hier zum Beispiel Level 19 kriegst du dann halt die Wildcard freigeschaltet. Das könnt ihr euch in Ruhe anschauen. Und ja, man kann jetzt zum Beispiel auch... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo das ist, anpassen. Hier, man kann Embleme aussuchen. Ja, was sie wieder reingenommen haben, sind zum Beispiel hier die Emotes, beziehungsweise Sprays gibt es ja auch wieder. Das kennt man noch von früher auch. Ich glaube auch, das ist Cold War, ne? Habe ich ehrlich gesagt mich damals auch nicht so mit beschäftigt. Und Emotes kannst du dann halt, B-Boy, Standard-Emote, du wirst fallen. Das ist ihr Respekt und schnell ziehen. Ja, das haben sie unten aufgehört, obwohl es hier nochmal steht. Finde ich ein bisschen komisch jetzt. Na egal. So, das haben sie auch gemacht. Ladebildschirm, Standardkarte, beziehungsweise so. Den habe ich auch schon freigeschaltet, den. Level 23, also Level 23 freigeschaltet. Ich gehe mal davon aus, dass sie dann halt Beta-Belohnung, dass sie dann noch in der offenen Beta kann man dann halt noch weiter das Level steigern. Visitenkarte kennt man ja, schaltet man sich auch frei. Hier kann man die jetzt zum Beispiel mal reinnehmen. Schöne Sachen. Ja, das war's. Sehr übersichtlich. Was soll man uns da noch großartig angucken, außer Gameplay? Ja, also ich würde sagen, ja, Freunde, lasst mir gerne ein Like da oder ein Abo. Würde mich super darüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Also, macht's gut, euer Bestbin. Ciao, ciao. Shake your waist.